Wollt ihr wissen, wie der Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe sein Unwesen treibt? Dann schaut dieses Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und heute geht es um Abmahnungen des Vereins gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln e.V. Das ist ein Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, abzumahnen. Nach dem Wettbewerbsrecht ist das auch möglich. Man kann einen Verein so gestalten, dass man im Sinne der Verbraucher abmahnen darf. Doof nur, wenn es dann nur um des Abmahnens willen geschieht. Hier geht dieser Verein her und mahnt Shops ab und Internetseiten, die kein korrektes Impressum oder keine korrekte Widerrufsbelehrung haben, und verlangt dann 196,35 Euro Aufwandspauschale. Ob aber diese Aufwandspauschale gerechtfertigt ist, das darf aus unserer Sicht tatsächlich bestritten werden, denn einige Richter haben schon festgestellt, dieser Verein hat gar keine Klagebefugnis. Das heißt, er zählt gerade zwar zu diesen Wettbewerbsverbänden, die grundsätzlich klagen dürfen, aber er muss im Einzelfall darlegen, warum hier Verstöße vorliegen, und er kann nicht einfach so pauschal abmahnen, sonst fehlt ihm die Klagebefugnis. Also das ist ganz, ganz wichtig, und wir sagen auch, dass die Kostenhöhe von fast 200 Euro für die Abmahnung hier fraglich ist. Aufpassen muss man, wenn man so eine Abmahnung bekommt, sollte man die nicht ohne weiteres unterschreiben, denn da können Folgekosten dranhängen. Wenn man nämlich nochmal dagegen verstößt, wird es richtig teuer. 5.000 Euro sind in der Regel fällig, wenn man gegen eine Unterlassungserklärung verstößt. Also, der Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe in Köln treibt gerade so sein Unwesen. Seid vorsichtig, manche Gerichte haben den schon einen Riegel vorgeschoben. Falls ihr da abgemahnt worden seid, schickt uns gerne die Abmahnung, wir schauen uns das an. Und ansonsten verhaltet euch einfach korrekt und testet zum Beispiel eure Webseite über den Abmahncheck. Unter wbs-law.de findet ihr den Abmahncheck, und hier findet ihr auch ein Video, wie der Abmahncheck funktioniert. Dann hat der Verein auch gar nichts bei euch zu suchen und wird auch nichts finden. Danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.